Hallo und herzlich willkommen zurück zum dritten und nun auch letzten Album aus der Reihe zu den Juli-Neuzugängen. Vorweg direkt wieder, was im Hintergrund läuft, und das ist Stanley Jordan, Jazz-Gitarrist mit Magic Touch auf Blue Note. Das ist ein digitales, Digitalaufnahme, und es ist Teil von 1984. Smoother Gitarren. Jazz. Direkt weiter zu den Neuzugängen. Hier als allererstes eigentlich ein Klassiker, den ich auch schon zusammen mit dem ersten Album als so ein Two Originals hatte, aber eigentlich scharf auf die Einzelpressung war. Das erste Album, das Debüt hatte ich schon gefunden. Und jetzt auch endlich das zweite Album als Einzelalbum, Strange Days von The Doors, mit dem ikonischen Cover und legendären Cover mit den Zirkusartisten, Freaks, und hier hinten auch die Rückseite. Extrem schönes Cover, wie ich auch finde, und natürlich auch ein klassisches Album mit einigen Hits, Strange Days, Moonlight Drive, People Are Strange, My Eyes Have Seen, When the Music's Over, also mit seinen 11 Minuten, also ein richtig Hammer Album. Ich liebe die Doors, hab alles von ihnen. Und das fehlte mir halt auch, um zu komplettieren. Das nächste jetzt, auch sehr gutes Album, die frühen Sachen besser, aber das auch sehr gut, auch ein gutes Sample drauf von einem Hip-Hop-Klassiker, ich komme nicht mehr auf den Namen, des Liedes ist Act Like Nothing's Wrong von Al Cooper. Es ist, glaube ich, Turn My Head Towards Home, was das? Oder She Don't Ever Lose the Groove, ich weiß nicht mehr, eins von den Liedern, ist gesampelt worden für einen Hip-Hop-Klassiker, und auf den Titel komme ich jetzt auch nicht mehr. Ich habe es gehört und wusste es sofort, dass ich den Track kenne, aber der Titel kommt eigentlich nicht mehr zusammen. Ich mag das Cover, hier die vertauschten Köpfe auf den Körpern, das ist ein United Artists Album, wie alle Al Cooper Alben, wenn ich mich nicht täusche, und das Ding ist von 76, das ist eine Ami-Pressung, ja, also ich finde die Idee fürs Cover extrem gut. Dann noch in so Resegal, ein schönes Teil. Dann hier mal wieder ein Jazz-Querflötist. Und zwar das Ganze ist von Chris Heinz. Beziehungsweise in dem Fall ist es Chris Heinz Combination Bamboo Magic. Chris Heinz, ich habe schon ein, zwei Sachen von ihm, finde ich eigentlich ganz cool. Die Sachen sind relativ günstig zu schießen von ihm. Ich habe im anderen Video habe ich erzählt, dass das Album, ein querflütiges Album von Herbie Mann produziert wurde. Ich meine, das gelesen zu haben. Da habe ich mich aber, glaube ich, getäuscht, denn dieses Album ist produziert von Herbie Mann, dem Master of Querflöte. Ist eine Atlantic-Veröffentlichung. Chris Heinz ist meiner Meinung nach, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, ein Niederländer. Und ja, das Ding ist von 76 und auf Atlantic veröffentlicht. Es ist aber in dem Falle tatsächlich eine Ami-Pressung, so wie das Cover aussieht und sich anfühlt. Ja, ist es auch. Es ist eine Ami-Pressung. Dann haben wir jetzt was aus dem Synthi- und typischen 80er-Bereich. Boytronic, The Continental. Solider Synthesizer-Pop der 80er-Jahre. Hat mich nicht vom Hocker gehauen. War so eine Grabbelkiste habe ich mitgenommen. Preis war gut. Von 84. Auf Mercury. Das ist eine Deutschpressung. Also, ja. Zuschauer sind auch nicht so doll, aber konnte man mitnehmen. So, jetzt kommt was. Da war ich ziemlich überrascht. Ich konnte es überhaupt nicht einordnen erst. Und dann, ich habe es halt auch einfach mitgenommen aus der Grabbel. Das ist Material. One Down. Da habe ich mir gedacht, was soll das? Was ist das? Wow, nimm es mal mit, sieht gut aus. So, dann habe ich erstens eine ganz komische Pressung davon. Normalerweise steht hier die ganzen Back Vocal und wer das alles, es scheint eine Fehlpressung zu sein. Da stehen die Instrumente und da, wo aber eigentlich die Interpreten stehen sollten, steht nichts. Und ich habe im Internet bei Discos recherchiert, da steht da eigentlich bei jeder Pressung hin drauf. Also es scheint tatsächlich eine Fehlpressung zu sein. Das steht nämlich, glaube ich, auch in weiß, die Interpreten, und weil es ja jeweils Farbe leer gewesen wäre. Ne? Weil, das sage ich, weil es ist ein Produzenten-Duo, glaube ich, Material. Und wir haben unter anderem eins der Lieder mit Whitney Houston als Background-Vocal, glaube ich, tatsächlich sogar nur. Also, wann ist das? 1982, ja, da war vor ihrer äußerst prominenten Zeit.
Ist aber ein gutes Album, es ist auf Celluloid, wenn ich mich nicht täusche. Ja, und gutes Ding. Ein bisschen elektronische, waren halt in erster Linie, haben auch viele Größe, ich weiß nicht mehr genau, was alles produziert Material, aber gutes Ding. Wenn es euch interessiert, recherchiert mal, wir haben mehrere gute Sachen als Produzententeam halt auch gemacht. Dann Klassiker, Classic Rock. Getting to This von Bloodwind Pig. Schöne alte Island-Pressung, Cover, ja, leichte Gebrauchsspuren des Alters, aber immer noch sehr solider, guter Zustand. Platte auch einiges abbekommen, aber wie ich ja schon häufiger gesagt habe, frühe, gute alte Pressungen auf Island und so, die haben Gewicht und Laufruhe, also das läuft immer besser als eigentlich aussieht. Leider hat hier jemand die schöne Mal nach Zahlenschweinchen abgemalt. Es ist, glaube ich, sogar Pink Island. Ja, wie man sehen kann. Pink Island Eye Label. Also schönes Ding. Ist, glaube ich, eine UK Pressung. Nein, es ist eine deutsche Erstpressung. Super Teil. Gefreut ist zu finden. Das Debütalbum fehlt mir noch. Mit dem gepiersten Schwein. Das muss definitiv auch noch ran. Aber wie ihr wisst, ich bin jetzt weniger so der eBay-Shopper. Und dann da sich die Sachen rauspicken, sondern ich habe echt den Spaß dann am Entdecken und Finden und gerne auch mal bei Leuten privat in Sammlungen rumstöbern und was bekommen. So komme ich in der Regel an meine Platten. Jetzt hier dann eins vom Soul, ja, und Trödelmärkte natürlich. Ne? Und das ist wiederum zum Beispiel vom Trödelmarkt, Earth, Wind & Fire mit Faces, glaube ich, heißt das Teil. Ja, ist das Faces von 1980. Ne, Morris White, der gute Kopf des Ganzen, die Megatruppe halt einfach, die halt immer den guten Ruf vorbringt. Also man muss sagen, Earth and Fire ist halt in erster Linie von der Band Hammer. Und man muss einfach sagen, wir haben auch, ne, also keiner kann, glaube ich, so, also ich kann persönlich und die meisten, glaube ich, auch nicht direkt einzelne Titel aufzählen, aber wenn sie laufen, kann jeder direkt mitgehen und kennt die Titel. So, ne? Also es ist schon echt eine Mega-Kombo. 1980 ist das Teil, glaube ich, von, ja, das ist ein Doppelalbum auf CBS, das ist noch eine Englischpressung, UK-Pressung und ja, gutes, solides Fangteil. Jetzt kommt was, erste Album von ihm solo, was ich besitze, auch gar nicht so einfach zu bekommen, Sachen von ihm. Dann eher schon in seinen Band-Kombos, wobei es da auch nicht so einfach ist. Das ist George Clinton, das ist Cinderella Theory. Schönes Ding, spät auch, 89 oder sowas, meine ich. Sehe ich jetzt gerade nicht, aber es ist ein gutes Teil. Unter anderem Flavor Flav von, och ja, mach mich doch nicht, von Public Enemy mit als Gastvocal und so drauf. Paisley Park Produktion, also in Kombination mit Prince irgendwo. Ja, es ist ein super Teil, ne? P-Funk halt, ne? The Cinderella Theory. Dann Sonic Dolls, was ganz anderes. Punk Rock, Riot, At the Sheepdog Trails, Blindkauf, ist ein Punk-Album aus, Punk-Band aus den Niederlanden. Gibt's nicht viel zu sagen. Ist von 2002, also gar nicht so altes Ding. Günstig geschossen, ja, hat mich nicht umgehauen. Also es gibt wesentlich besseren Punk. Aber für 2 Euro habe ich gedacht, ne, probier's mal aus. Dann jetzt, das war auch Blindkauf. Aber ein guter, auch auf Empfehlung dann des Herrn, wo ich die Platte gekauft habe. Und zwar Adrian Belef. Lone Reno. Und ich wusste gar nicht, aber er war unter anderem bei King Crimson in den 80ern. Und das hört man dem Sound auch an, der ist extremst experimentierfreudig, Avantgarde. Was ich sehr schätze, ich stehe auch auf Can und solche Sachen. Und das fand ich extrem gut. Also muss ich mir definitiv demnächst nochmal wieder anhören. Ja, geiles Teil. Auch Cover finde ich ziemlich lässig. Ist eine Erlen-Veröffentlichung. Und die ist von 1982. Das ist eine Deutschpresse. Dann haben wir in diesem Monat kam schon anderes rein. Das Stylistics-Album. Hier ist Thank You Baby, auch auf EFCO. Auch wie das vorherige Album, was ich gezeigt hatte, oder das andere, auch von Van McCoy, arrangiert und ja, eine Hugo und Luigi Produktion.
auf EFCO und von 1975 für das andere Album, was ich, glaube ich, Video 1 gezeigt habe. Ja, und auch solider Soul, Disco arrangiert ein bisschen und ja, sehr, sehr schönes Ding. Was habe ich gesagt? Das ist eine Deutschpressung, ne? Das ist eine Deutschpressung. Es ist eine Deutschpressung. Jetzt einer meiner favorisierten Jazz-Gitarristen als Best-of und sehr schönes Cover, wie ich finde. The Best of West Montgomery. West Montgomery finde ich extrem stark, mit seinen Interpretationen ja auch zum Teil ja großer Poplieder wie Day in the Life von Jordan on My Mind, Rigby, Yesterday, also viele gerade auch Beatles-Interpretationen. Aber ich finde West Montgomery extrem stark. Ich brauche definitiv noch mehr von ihm. Und muss mal ein bisschen auf die Ausschau halten, vielleicht auch mal einen Plattenladen aufsuchen und dort was explizit von ihm kaufen. Deutsche, das Best Of ist eine Sonderclub-Auflage. Ich weiß nicht von welchem Club, aber eine Sonderclub-Auflage. So, jetzt kommt was. Ich habe ihn eigentlich mal gemieden, weil ich so Swing- und Big Band-Zeug eigentlich nicht so dolle finde. Der war Teil des Red Packs, hat hier aber dann ein Album mit auf Motown aufgenommen und das, also man merkt die Wurzeln schon, aber auch die Motown-Einflüsse, das war jetzt das Sammy Davis Jr., Something for Everyone. Geiles Teil, geiles Cover, wie ich auch finde. Auch wieder einige Interpretationen, zum Beispiel von In the Ghetto. Was war denn noch? My Way. Schön funky, nicht zu swingig und das Albumcover gefällt mir auch sehr. Schönes Teil auf jeden Fall. Sammy Davis Jr. Ich glaube, mein erstes Album auch von ihm. Ja. Dann wieder ein bisschen in Fusion-Richtung. El Di Meola, Tour de Force live. El Di Meola, da müsste ich jetzt auch dann relativ die Serie bald voll haben. Einer der großen Fusion-Jazz-Gitarristen. Hier als Live-Album von 1982 auf CBS. Ist noch jemand mit da? Wer ist denn noch? Ja, Jan Hemmer ist da mit dabei, am Keyboard noch, den man kennt. Der Rest sagt mir persönlich jetzt nichts, noch nicht. Wer weiß, ob ich die nicht noch entdecke in Zukunft. Ja, aber ein gutes, solides Live-Album von seinen Gitarrenkünsten. Die ja auch immer so ein bisschen, ich finde, den spanischen Einfluss, den spürt man irgendwie in seinem Gitarrenspiel. Ein schönes Teil. Er wird immer nur reduziert auf einen Song. Aber hat wesentlich mehr zu bieten. So ein bisschen Skiffle ist es natürlich, das muss man mögen. Mungo Jerry. Und hier mit You Don't Have to Be in the Army. Sehr cooles Cover, wie ich übrigens auch finde. Hier mit der leicht untersetzten Dame. Die Band hier als Orden angebracht. Und auch der innere Teil des Albums, wie ich finde, sehr cool. Mungo Jerry mit Summertime ist das bekannte Ding. Das ist, glaube ich, vorher auf Dawn. Auf PYE Records, was erzähle ich. Und es ist ein relativ, es ist früher als es in der Summertime, wenn ich mich nicht irre. Es ist 1971, ja, das ist, meine ich, früher, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, sehr, 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 sehr cooles Teil. Man findet ja häufig nur so Best-of-Alben von ihm und so. Also so ein richtiges Studioalbum. Ich glaube, ich mein erstes von ihm. Ich fand's auch extrem gut. So, jetzt kommen wir nochmal in den Avantgarde-Elektronik-Bereich. Da war auch ein Zeppelin nicht drauf. Ich komme aber nicht mehr drauf. Was ist war? Es waren, glaube ich, die absoluten Beginner, wenn ich mich nicht täusche. Und zwar ist es Vangelis Albedo 0.39, denke ich, ist der Titel. Oder Albedo 0.39. In der Best Buy-Serie, also ne, eine spätere Pressung, günstiger. Das Original ist von 1976 auf RCA und wie man es halt kennt, elektronischer, experimenteller, sphärischer Ambiente-Sound. Von Vangelis, den ich persönlich schätze. Nicht jedermanns Sache. Ich glaube, meine Hörgewohnheiten haben sich über die Jahre auch da verändert, dass ich jetzt 10 Jahre lang hart Platten sammle. Da kriegt man ein weiteres Ohr, glaube ich, einfach auch, als wenn man dem
standardmäßigen Pop und Sound des Radios und so lauscht. Also da muss man, entwickelt man sich schon mit der Zeit. So, und noch drei haben wir. Einmal hier Wild Honey, The Beach Boys. Lang gesucht, auch dann plötzlich in Hände gefallen. Ja, eins der mir persönlich liebsten Alben von ihnen. Na gut. Manchmal ist es echt peinlich. Pet Sound? Was ist Pet Sound? Ich glaube, das ist natürlich, was mir noch fehlt und was ich auch unbedingt haben will von ihnen. Aber das war das andere Große auf meiner Liste. Und ja, ist ein sehr schönes Teil von ihnen hier. Glaube ich, als deutsche Erstpressung tatsächlich auch. Es ist sogar eine Muster. Nein, es war keine Musterplatte, ne? Nee, war keine Musterplatte. Und von wann ist das? Das müsste auch frühe 70er State Mix drauf. Doch, es ist tatsächlich, wie ihr seht, ich bin noch nicht dumm. Es ist eine unverkäufliche Musterplatte gewesen. Ich komme nicht drauf, also ich krieg's nicht raus, was das für eine Scheibe ist, was es für ein Jahr ist. Aber es ist auf jeden Fall ein cooles Teil. Und ich finde sie sehr gut. Mir gefällt nicht alles von den Beach Boys, muss ich sagen. So, dann haben wir nochmal eine schöne Billy Joel-Platte. Street Life Serenade. Drittes Teil, glaube ich, von dem drittes Album. Noch sehr jung, der Mann. 1975 auf CBS. Das ist hier eine Holland-Pressung, würde ich sagen, ist es. Es klebt auch wieder ähnlich wie die anderen, wie ich im anderen Video schon mal erwähnt hatte. Was ja schon mal leider bei den CBS-Pressungen aus Holland ist. Ja, fast auch, ja, Billy Joel, die frühen Sachen habe ich jetzt fast alle. Auch wenn die meisten Nachpressungen sind hier auch. Aus den 80ern wahrscheinlich wieder irgendwo. Aber es ist ein schönes Teil. Und jetzt als allerletztes, letzter Juli-Zugang, das, was ich lange gesucht habe und mir nochmal bewusst geworden ist. Ich habe letztens schon euch einen Soundtrack von den schwerpunktmäßig auch von Pink Floyd geprägt war, und hier ist wieder ein anderer, der bekanntere sogar nochmal von ihnen. Der andere war, dieses war London Underground, und jetzt ist es, ich habe es gekauft im Laden, es hing an der Wand, ich wollte es haben, ich habe es schon länger gesucht, gerade auch vor allen Dingen diese Variante mit diesem Cover. Es ist Zabriskie Point, der Film, französischer Film ist es, glaube ich, hier unter anderem dann mit Pink Floyd, Grateful Dead und Young Bloods. Und hier zum Beispiel Come in Numbers 51, Your Time is Up zum Beispiel, und Heartbeat, Pick Meat sind Veröffentlichungen, die auf keinen anderen Platten von Pink Floyd, glaube ich, so weit drauf sind. Deswegen war es mir wirklich wichtig, das Teil zu kriegen. Und es ist auch in einem relativ guten Zustand. Es ist die französische Pressung auch. Es gibt zwei unterschiedliche Cover. Ich find, mag das aber fast lieber. Und ja, habe das somit dort von der Wand geschossen quasi. Dass die Dame gebeten, mir das runterzuholen. Das war ganz okay vom Preis her. Es war unter 15 Euro, was ich akzeptabel fand, und habe es dann mitgenommen und vervollständigt so weiter meine Pink Floyd-Sammlung. Ja, das war's mit meinen Zugängen aus dem Juli. War relativ ergiebig, sage ich mal. Ich glaube, waren so um die 50 Scheiben. Ja, könnt gerne einen Kommentar da lassen, wie so die Anschaffung fandet, was ihr gut fand, wo ihr sagt, was ist das denn, oder wo ihr ein bisschen mehr zu wissen wollt, oder wo ihr vielleicht auch Infos für mich habt, zu einem Teil, wo ich Fragezeichen im Kopf hatte. Ja, schöne Sachen gefunden wieder, und danke, dass ihr euch interessiert und guckt. Und ja, bis demnächst dann, und viel Spaß beim Stöbern in den anderen Videos. Bis dann.